Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem neuen Video. Ich bin hier gerade am Videoschneiden und habe gemerkt, dass ich vom Gangur in Lies nichts gefilmt habe, ausser die Prüfungen sind gefilmt worden von meiner Mom. Aber sonst habe ich irgendwie so vergessen, dass ich gar nichts gefilmt habe. Und deswegen erzähle ich es jetzt halt dort so. Zwar sind wir wieder mit beiden Ross losgefahren, das heisst, mein Bruder ist auch gestartet. Und dann ist es auch immer so ein bisschen stressiger, weil der Ross irgendwie mega aneinander kleben, was in daheim gar nicht so ist. Irgendwie nur, wenn wir zusammen Gangur fahren. Und letztes Mal sind wir ja weit auseinander gestartet, das hat gar nicht funktioniert. Und das Mal sind wir gerade nacheinander gestartet, der ist zwar so auf- und abladen und bereit machen, alles für ruhig gewesen. Dafür auf dem Abendplatz haben sie die ganze Zeit gerufen und im Park haben sie die ganze Zeit gerufen. Und ja, es war auch ein bisschen mühsam gewesen, aber alles in allem war alles viel entspannter gewesen. Deeper, I will shout. Let me know when I get closer. Open up the sky for me. When you say I'll dig much deeper, I will shout. Habe ich jetzt die Videos nicht kommentiert, damit es etwas schneller geht, weil ich habe im Moment relativ viele Videos, aber ich werde euch die auch alle zeigen, also sage ich jetzt einfach schnell, wie es so war. Im ersten Umgang, habt ihr ja gesehen, hatte ich 4 Stangen gehabt. Und das ist einfach, also irgendwie hatte ich das Gefühl gehabt, ich muss ihn mega treiben und habe dann völlig vergessen zu reiten vor dem Sprung. Ich weiß auch nicht wieso. Und dann, nach dem Umgang hat mir meine Mom gesagt,
du musst einfach mehr reiten, du darfst ja nicht so in die Sprünge einjagen. Aber er mir viel zu dicht gekommen und konnte gar nicht können springen. Also der Lemmy kann für die vier Stangen wirklich absolut nichts dafür. Und im zweiten Umgang bin ich dann mehr geritten. Und sie hat da, dann haben wir auch noch, wenn ich das mache, was ich sollte. Weil der Lemmy wollte ja eigentlich schon keine Fehler machen, aber im ersten Umgang konnte er wirklich nicht anders können. Leider waren wir dann im zweiten Umgang zu langsam für eine Klassierung. Aber auf Stufe B90 bin ich ja immer froh, wenn wir überhaupt noch haben. Das war es mit diesem kurzen Video. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.